Hallo meine Freunde, heute mal mit einer sehr merkwürdigen Unterschrift. Falk McAllister, Kabarettist, kannte ich gar nicht so weit, also für mich ein unbeschriebenes Blatt, aber er ist mir heute untergekommen. Er war bei hier Jan Böhmersmann, Magazin Royal, die eine Parodie auf Nur im Ersten, haben wir eine Parodie gemacht, Nur im Zweiten heißt es in dem Fall. Und da ist dieser gewisse McAllister, hier Falk McAllister, aufgetreten und ich war schockiert von dem, was er da abgezogen hat. Zumindest, was er da, wie er reagiert hat auf eine Zuschauermeldung. Ich zeige euch das mal kurz. Nicht vergessen, da stehen ja auch immer noch der Priester und Johnny Depp. Was hast du gesagt? Du, ich komme doch auch nicht zu dir auf die Arbeit und erkläre dir, wie man Schwänze lutscht. Hat eine ältere Dame gerufen. Machst du denn heute auch noch mal Kabarett? Weil sie das wohl unlustig fand oder eben ja, nicht zufrieden war mit seiner Leistung. Und dann kommt er mit so einem Spruch. Ich komme ja auch nicht zu dir auf deine Arbeit und erkläre dir, wie man Schwänze lutscht. Ja, neben dieser Schockwirkung habe ich überlegt, ey, was ist denn das für ein Schwanzlutscher? Aha, also er ist wohl der größte Experte im Schwanzlutschen. Und er kann das ja allen erklären, wie das professionell geht wahrscheinlich. Also für mich ein absolutes Outing als Schwanzlutscher. Und wie er damit umgeht, würde ich das vielleicht sogar hinter vorgehaltener Hand sogar ihm so ins Gesicht sagen. Also wie abartig kann Satire sein im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Also ich kann es nicht begreifen. Und die schauen sich alle noch auf die Schenkel und der Moderator klopft noch mit den Händen auf seinem Tisch, weil er das so lustig findet. Ich finde das nicht lustig, weil... Also auf keinster Weise. Und das ist denn die Verrohung, die wir überall sehen. Ja, da kann man jeden beleidigen und alles lacht noch drüber. Das ist doch kein Wunder, warum draußen alle weggucken, wenn einem ungerecht geschieht. Und in dem Fall der alten Dame, von so einem Schwanzlutscher beleidigt zu werden. Es ist doch nicht normal. Gut, und das wird ja alles noch von GZ-Gebühren bezahlt. Die demnächst 25 Euro sollen die demnächst kosten, munkelt man hinter. Da sind wohl irgendwelche Pläne in den Schubläden. 25 Euro. Das ist nicht normal. Ja, und dafür soll ich das bezahlen? Für solche Beleidigungen und Diskriminierungen älterer Damen? Kommen Sie mit Schwanzlutschen. Das hat doch mit Satire nichts zu tun. Und Jan Böhmermann sollte den Vogel rausschmeißen aus seinem Sendeprogramm. Aber über alles wird hergezogen. Aber über so eine Schwanzlutscher-Geschichten, jetzt rede ich auch nicht mehr über Schwanzlutschen. Ich zeige es euch nochmal und dann bildet euch nochmal selber die Meinung. Ich finde das nicht lustig, auch wenn sie das als Satire verkaufen. Ich finde das die Umkehrung aller Lustigkeit und des Humors. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja, aber ich kann nicht mehr lachen. Das ist zum Heulen. Gut, Ende Statement. Werden Erinnerungen wach, oder? Alter! Nicht vergessen, da stehen ja auch immer noch der Priester und Johnny Depp. Was hast du gesagt? Du, ich komme doch auch nicht zu dir auf die Arbeit und erkläre dir, wie man Schwänze lutscht. Ja, ist das so, oder? Das Comedy! Ja, sorry, Leute. Manche Menschen haben einfach keinen Humor. Wisst ihr, wo es noch richtig...